Und ich schalte euch jetzt mal stumm. So. Damit wir nämlich schön zusammen meditieren können, habe ich euch stumm geschalten. Und heute geht es in der Meditation und auch in der anschließenden Besprechung ja um Vedana, um die Empfindungsqualitäten, die wir unseren erlebten Sinneseindrücken zuschreiben. Beginnt aber zuerst bitte wie immer damit, die Achtsamkeit auf den Atem, den Geist aus dem Alltagsmodus heraus, den Achtsamkeitsmodus zu bringen. Dem uns immer wieder das interessiert, das unsere Aufmerksamkeit hält, was im gegenwärtigen Moment geschieht. Eben zum Beispiel der Atem im Körper.
Während wir ein- und ausatmen, können wir beobachten, wie zwischen dem Sinnesorgan, Körper, dem Sinnesreiz der Berührung des Atems, der Ausdehnung in unserem Oberkörper, mal wieder zu dem Phänomen Atemerleben führt, dass hier auch immer irgendwie anfühlt, sei es angenehm, angenehm, undefinierbar dazwischen. Versucht einmal diese Komponente eures Erlebens, während ihr achtsam ein- und ausatmet, zu fokussieren, herauszuschmecken aus dem ganzen Gemisch unseres Erlebens. Wollen, können wir bewusst darauf achten, wie fühlt sich dieses Einatmen, fühlt sich dieses Ausatmen an, was ich gerade erlebe.
dieser Betrachtung geht es nicht darum, nur angenehmes Empfinden zu erleben oder das Empfinden irgendwie zu beeinflussen. Achtsam, klar bewusst, beobachten wir den Empfindensaspekt unseres Erlebens, auch über die Atemempfindung hinaus. Aber wenn ein Sinnesreiz, ein Sinnesorgan zusammenkommt, da Bewusstsein entsteht, beginnen wir, dieses Erleben gefühlsmäßig zu bewerten, auch wenn die Daseinsgruppe Empfinden besonders emotional, eben gefühlsgeladen, ganz viel mit unserer Ich-Identifikation zu tun hat, versuchen wir das Ganze doch einmal gleichmütig zu betrachten. Damit uns bewusst wird, diese Empfindungen immer wieder von zufälligen Reizen überhaupt erst erzeugt werden. Sich auch ganz schnell wieder auflösen. Wenn der verantwortliche Reiz zu Ende ist. Versuchen wir, statt dem normalen, ach, das ist schön und oh, das mag ich nicht, oh, das fühlt sich gut an, ah, das fühlt sich schlecht an, unseren gleichmütigen Fokus, Empfindung zu halten, ist ganz sachlich, unvoreingenommen, mal wieder als Empfinden oder als Vedana zu benennen. Um so die Möglichkeit zu erhalten, diesen Empfindungsbläschen besser dabei zuschauen zu können, wie sie entstehen, Weile dahin tanzen, um wieder zuzuplatzen.
Immer wieder richten wir die Aufmerksamkeit auf die Daseinsfacette, empfinden. So wie zwischen zwei Feuerhölzern durch Reibung Hitze und Feuer entsteht. Entsteht zwischen dem Sinnesorgan und dem Sinnesreiz, der bewussten Hinwenden, Empfindung, diese geistige Instanz, der wir uns erklären, dass dieses Erleben angenehm, unangenehm oder neutral ist. Diesen Empfindungen nachzulaufen, können wir sie mit Gleichmut betrachten. Nicht, das ist schön, davon will ich mehr und das ist unangenehm, wie kann das aufhören, sondern das ist ein Empfinden, das ist auch ein Empfinden. Mit der Distanz des Gleichmuts, Empfindung sehen können, wie sie wirklich ist. Ursachenabhängig. Gar nicht in der Lage, ständig zu sein. Während wir so versuchen, Empfindung zum Objekt unserer Achtsamkeit zu machen, können wir noch eine Kontemplation mit einfließen lassen.
nicht mehr die Empfindung jetzt in diesem gegenwärtigen Moment. Jedes Empfinden, das wir schon erlebt haben, schönen, schrecklichen Momente, die vielen durchschnittlichen dazwischen. Jedes Empfinden, das noch auf uns zukommt, die schönen Erlebnisse, die unangenehmen. Immer wird sich Empfinden so verhalten, wie jetzt gerade unter der Lupe unserer Wissensklarheit, in der Wasserblase, durch das Zusammentreffen von Wasser und einem Wassertropfen entsteht. Dem fast keine Lebensdauer hat, gleich wieder zerplatzt. Wie viel befreiter und zufriedener könnten wir durchs Leben gehen, wenn wir von einem wichtigen Anteil unseres Lebens, der Empfindung, sehen lernen, wie sie sich tatsächlich verhält, für das durch Achtsamkeit erkennen oder nicht. Empfinden ist immer leer von einem Selbst, ohne Beständigkeit.